allgegenwärtig und doch nicht alltäglich. Ein Abend ganz im Zeichen der Raumfahrt an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Im Rahmen der Space Days hat die Hochschule Einblicke in ihre 26 Jahre andauernde raumfahrtmedizinische und physiologische Weltraumforschung gewährt. Welche Folgen hat ein Aufenthalt im Weltraum auf die körperliche, aber auch auf die psychische Verfassung? Diese und viele weitere Fragen beantwortete die Expertenrunde am 4. Kölner Abend der Sportwissenschaften. Moderator der Diskussionsrunde war Journalist Wolf-Dieter Porschmann, der damit selbst gänzlich unbekanntes Terrain betrat. Ich muss sagen, als ich das Thema vorgeschlagen bekam, war ich wirklich skeptisch. Ganz einfach natürlich deshalb, weil ich keine Ahnung habe in diesem Thema. Alle anderen Sportthemen, mit denen hatte ich schon mal irgendwann mal zu tun. Denn ich meine, ich bin nie in einem Shuttle gewesen. Nicht mal auf der Erde, also einfach mal reingegangen. Also ich weiß gar nicht, wie eng es da drin ist. Ich weiß gar nicht, wie es sich da lebt drin. Also es ist eine Lebenssituation, die man ja nicht annähernd irgendwann mal kennengelernt hat. So gesehen ist man ein kompletter Laie. Gebündelt werden diese Untersuchungen im ZIP, dem Zentrum für Integrative Physiologie im Weltraum. Sprecher Dr. Stefan Schneider erklärt die Bedeutung des Forschungsschwerpunktes. Ich glaube, es wird zunehmend zu einem Paradigmenwechsel kommen. Mit zunehmender Länge der Mission stehen auf einmal nicht mehr nur physiologische Deadaptationsprozesse im Vordergrund, also Verlust von Muskelmasse und Knochendichte, sondern es geht jetzt auch darum, zu verstehen, wie Sport- und Bewegungsprogramme psychischen Stress positiv beeinflussen können. Und wenn wir da Mittel und Wege finden, sind wir sicherlich in der Lage, die kognitive Leistungsfähigkeit derjenigen, die sich auf solche langen Reisen begeben, positiv zu beeinflussen durch Sport und Bewegung und damit natürlich auch die Sicherheit und den Erfolg einer solchen Mission positiv zu beeinflussen. Jemand, der weiß, was bei einer solchen Mission, bei einer Weltraumfahrt tatsächlich passiert, ist Reinhold Ewald. Der 56-Jährige flog 1997 mit einer Sojus-Rakete zur russischen Raumstation Mir. Knapp einen Monat lang führte er dort verschiedene Experimente durch. Auf einer Raumstation war Stefan Schneider zwar noch nicht, dafür hat er Untersuchungen bei einem sogenannten Parabelflug durchgeführt. Bei diesem Flugmanöver wird der Zustand der Schwerelosigkeit erreicht. So können genau die Bedingungen nachempfunden werden, unter denen Astronauten auf Weltraummissionen ebenfalls leben und arbeiten. Also wir müssen immer daran denken, dass die Parabelflüge quasi kleine Experimente für die Vorbereitung auf die internationale Weltraumstation sind. Das ist so eine Art Machbarkeitsstudie. Also sind die Experimente durchführbar, technisch, menschlich, sind sie ethisch vertretbar? Dafür dient eigentlich der Parabelflug. Dass das natürlich auch ein gewissen kommerziellem Interesse hervorruft, ist ganz klar. Das macht Spaß. Aber ich glaube, man muss hier deutlich trennen zwischen diesem reinen Spaßfaktor und einer wirklich wissenschaftlichen Arbeit, die in diesem Bereich betrieben wird. Es wird immer mehr in den Vordergrund kommen, die Erkenntnisse, die wir im Weltraum gewinnen, auf der Erde anzuwenden. Ich glaube, das ist auch richtig, dass das erkennbar wird, auch für die Menschen hier auf der Erde, für den Steuerzahler letztendlich, dass er weiß, da oben machen wir auch tatsächlich etwas für die Erde. Dr. Alexander Choker von der LMU München beispielsweise untersucht, inwiefern die ungewohnten Lebensbedingungen im All Stress bei den Beteiligten verursachen. Mithilfe dieser Erkenntnisse können sich künftige Astronauten auf die Bedingungen dort einstellen. Aber wie lassen sich die Erkenntnisse der Weltraumforschung auch im Alltag auf der Erde nutzen? Die Frage von Rückenschmerzen, die Frage von durch diese Bewegungsarmut an Bord verursachten Rückbildungen von Muskeln und Knochen, dass das am eigenen Leib, wo man doch gesund ist, innerhalb von einigen Tagen einsetzt und sich dann auch messen lässt, das war schon für mich ein Anlass, auch diese Dinge weiter zu verfolgen nach meinem Flug. Aus Untersuchungen, die wir an Bord gemacht haben, sind zum Beispiel Therapien und auch Empfehlungen für Therapien für die Bewegungsfreude von älteren Menschen entstanden. Unendliche Weiten, der Weltraum aus irdischer Perspektive. Durch die Forschung an der Sporthochschule war er während der Space Days zum Greifen nahe.